Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, wir haben mal wieder, also exakt habe ich die mal wieder die Zeit gefunden, nach über einem Monat der Stille wieder ein Video zu bringen. Und wie ihr seht, es ist das erste Let's Play GTA 5, das wir auf diesem Kanal machen. Oder exakt haben. Ja, ich habe mal gesagt, dass das Spielen mir nicht mehr so viel Spaß macht. Das stimmt zwar immer noch, aber trotzdem spiele ich es in letzter Zeit etwas häufiger wieder. Aber ich habe es das erste Mal wieder gestern gespielt. Ja, gestern. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja komm, du hast über einen Monat kein Video gemacht aus Faulheit, keine Lust und so weiter. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr auf Sachen überhaupt keinen Bock mehr drauf habt. Und einfach die ganze Zeit nach hinten verschiebt und euch denkt, ja, ich habe ja noch Zeit. Und ihr dann überhaupt nicht mehr dazu kommt. So war es bei mir und Florian. Also eigentlich nur bei mir, aber Florian weiß ich jetzt nicht so. Auf jeden Fall, ich habe mich wieder aufgerappelt zu einem neuen Video. Es ist eine kleine Mission in GTA, so wieder als zum Reinkommen in GTA und zum Reinkommen wieder nach über einem Monat in den Kanal. Ja, ich habe mir vier Themen aufgeschrieben, und zwar das erste ist Outlaws Whistleblower. Also wir haben euch ja versprochen, dass das ab 30 Abonnenten das Whistleblower kommt. Ich habe das Whistleblower auch, ich habe es mit Florian auch schon gespielt. Wir hatten die Videos auch schon alle fertig zum Hochladen, aber dann ist mein Systemspeicher der PlayStation abgerissen, und dann waren die Spielstände von Outlaws Whistleblower weg, so dass wir es neu spielen mussten. Und da hatte ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr dann drauf. Deshalb, es wird kommen, aber nicht in den nächsten Tagen. Vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen. Mal schauen, wie wir Lust haben. Dann, wir hatten angefangen, mein Freund Pierre, der einmal als Gast da war vor einem Monat in dem vorletzten und letzten Video, nämlich das Let's Play Royal Rumble 1 war das. Davon die Weiterführung, das müssen wir natürlich noch zu Ende machen. Da werde ich auch mit ihm drüber sprechen, wann er noch mal Zeit hat und wann wir das zu Ende machen können. Das ist auch hoffentlich sehr bald, dass wir das als abgeschlossen abhaken können. Und ja, dann unsere zukünftigen Pläne. Wir wollten mehrere Real-Life-Videos machen. Wir hatten uns schon so einiges dazu überlegt, aber da erzähle ich jetzt nicht so viel von, denn das wäre ja langweilig, wenn ich jetzt erzählen würde, was wir so vorhaben. Aber ein Thema wird sein, eine neue Let's Play Reihe starten werden. Und zwar, ich habe auf der PS3 ja schon gespielt, und zwar Last of Us. Ich finde, es ist, wie auch in dem Top 5 Video schon erwähnt wurde, ein sehr geniales Spiel. Und ich finde es einfach nur geil. Und die Remastered-Version habe ich selber noch nicht gespielt. Deshalb werde ich es mir auf jeden Fall kaufen und auch Let's Playen. Werden zwar viele Folgen werden, da ich meine Folgen nur auf höchstens 15 Minuten begrenzen kann. Und deshalb auch nach 15 Minuten jeweils immer einen Cut machen muss und das Video dann speichern, rüberziehen und dann weiterspielen. Das muss ich mit der ganzen Story machen. Dann muss ich noch die Story halt reden, so. Ist ja langweilig, wenn ich einfach so spiele. Auf jeden Fall, eine Folge dauert höchstens 15 Minuten. Deshalb, das heißt, es werden viele Folgen. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. Ja, nebens bin ich übel, dass ich in dem Spiel nicht so gut bin. Das liegt daran, dass ich das Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Aber das kommt mit der Zeit, das verspreche ich euch. Und ja, ein bisschen Präzision habe ich ja noch, wie man jetzt hier schön in dieser Sendung, Serie, nee, Sendung, nein, Screenshot, nein, haha, in dieser Szene, so, das wollte ich sagen, in dieser Szene gesehen hat. Und ich spiele in GTA 5 online eigentlich nur online, denn offline macht mir einfach keinen Spaß. Ich hatte die Story schon durch, deswegen hatte ich keinen Bock, die nochmal zu spielen. Und bevor einer fragt, ja, ich habe die Spielstände von meiner PlayStation 3 nicht übernommen.
ich hatte eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben und deswegen konnte ich nicht bestätigen, aber das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall muss ich alles nochmal alles neu machen, habe ich nicht gemacht und aber wird es auch bleiben. Deshalb, wenn es GTA gibt, dann gibt es nur online, was aber auch deutlich mehr Spaß macht als offline. Dann, ich spiele hauptsächlich auch nur Missionen, hin und wieder mal mit Freunden einfach mal eine Online-Lobby, ein bisschen halt for fun, just for fun. Aber wie gesagt, hauptsächlich nur Missionen. Ja, in diesem Moment habe ich gerade auf mein Handy geguckt, da habe ich eine gute Ausrede für, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ja, nichts Schlimmes passiert, aber ich fand den Sticker oben links, den ihr gerade gesehen habt, eigentlich ziemlich nice und der hat auch gepasst. Und, ja, die Mission ist schon zu Ende. Ich finde die Beute, die JP, die Japanerpunkte oder was das auch sein soll, wirklich eigentlich für die Schwierigkeitsgrad sehr gut, denn die Mission war eigentlich ziemlich einfach. Und dafür $10.200 zu kriegen, ist gut. Naja, dann bis zum nächsten Video. Haust drin, bleibst du frisch, dies, das, Ananas, Grüße an Florian und ciao.